Wow, hallo, willkommen zum Livestream hier aus dem Stocksen. Mit mir, Alexander John. Wie ihr seht, ich spiele hier heute Klavier. Später im so letzten Drittel dieses ganzen Konzertstreams hier spielt dann noch Marisabel eine unglaublich wichtige Rolle, und zwar singt sie hier. Genau, also bleibt auf jeden Fall bis dorthin dran. Ja, wo soll ich anfangen? Also, das ist jetzt mein erstes Konzert nach 1,5 Jahren wieder irgendwie. Also, Konzert, Livestream, wo ich neue Songs an Menschen trage, die es halt noch nicht kennen. Oder halt die, die es schon kennen. Ist also für mich auch eine außergewöhnliche Situation, halt Lieder zu spielen, die seit 2 Jahren fertig sind, seit 1,5 Jahren fertig sind und heute zum ersten Mal überhaupt den Menschen irgendwie gezeigt werden. Also, ich bin auch gespannt, wie das hier ausgeht, alles. Und, ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du zuschaust gerade, oder ihr. Und noch mehr bedanke ich mich bei allen, die das hier heute möglich machen, bei dem Stocksen-Team, bei allen, die hier mitwirken, hinter der Technik stehen und diesen ganzen Stream, alles, was du gerade siehst und hörst, ja, die das halt zu dir nach Hause bringen. Das ist wirklich unglaublich, und ich weiß das sehr zu schätzen und bedanke mich bei euch, bei allen, die einfach genau das ermöglichen, dass ich hier heute da bin und meine Musik hören. Und ja, ich bin nicht so gut im Erzählen, deshalb werde ich eher jetzt Musik spielen. Und genau, wir gliedern heute diesen tollen Stream halt in den Part, wo ich akustisch dieses Klavier hier spiele und nebenbei ein bisschen elektronische Einflüsse mit reinbringe. In den Part, wo ich ein bisschen elektronische Musik mache und halt, genau. Und halt einfach nochmal dann den Part, wo Marisabel mitsingt. Ja, danke, danke, danke. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ihr hört alles gut. Und ja, genau, ich bin jetzt erstmal wieder ruhig und genau, genießt den Stream. Danke fürs Zuschauen.
Oh, sorry. Jo, das wäre das. Puh, ich habe so viele Songs. Ich glaube, ich habe kein Lied, was ihr gerade gehört habt, irgendwie zum ersten Mal überhaupt schon irgendwo gespielt. Das ist so aufregend. Ja, wir haben jetzt noch zwei elektronische Songs. Das wird noch viel besser, denn die habe ich noch überhaupt noch nirgends gespielt oder so. Ich hatte 2019 für 2020 so ein paar Festivals, auf denen ich das gespielt hätte, wo ich auch mich so ausprobiert hätte und geschaut hätte, okay, ist das was für mich, dieses Elektronische? Weil also die Ergänzung von einem Klavier, was man halt elektronisch noch ein bisschen untermalt und so. Und genau, das ist halt ziemlich viel ausprobieren, habt ihr ja vorhin auch gehört. Da war mal kurz ein guter Ton zu hören, der hier nicht richtig eingestellt war. Aber naja, das ist natürlich etwas rumprobieren. Aber ich denke, dass es ganz cool ist, wenn man halt so ein klassisches Instrument wie halt ein Klavier mit anderen Sounds, die man heutzutage so hat, einfach zu halt untermalen, zu verstärken, zu was weiß ich, einfach um dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Ausdruck zu geben als eben nur ein Klavier. Genau, und ja, wir starten jetzt einfach mal mit unseren zwei elektronischen Songs. Ich hoffe, dir gefällt's. Danke.